Heute mal was Klassisches. Semmelknödel. Bleibt dran. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man leckere Semmelknödel zubereitet. Ich habe hier schon mal ein bisschen altes Brot. Ich habe euch ja versprochen, wir machen noch mal was zu altem Brot. Und für Semmelknödel braucht man definitiv welches. Das muss wirklich richtig schön so zwiebackartig sein. Ihr könnt auch ein bisschen Zwieback reintun, wenn ihr sonst nichts habt. Hier habe ich einfach ein bisschen Graubrot und etwas Abschnitte von Toastbrot. Da habe ich nämlich Canapés draus gemacht. Und das Ganze habe ich noch mal im Backofen ein bisschen trocken geröstet, dass es wirklich so trocken ist. Das ist wirklich wichtig. So, jetzt nehmen wir das und schneiden das in so schöne gleichmäßige Stücke. Am besten mit dem Sägemesser. Es darf wirklich nicht zu klein sein, weil sonst habt ihr einfach nur so ein Mehl. Wir wollen wirklich noch Stücke haben. Die Größe reicht schon. Brot ist fein, nicht zu fein, ganz wichtig. Jetzt habe ich hier die Milch auf dem Herd, die mache ich schon mal an. Die bringen wir einmal zum Kochen, das muss wirklich ordentlich kochen. Und dann geben wir direkt ein bisschen Muskat. Muskat darf nicht fehlen beim Semmelknödel. Und ordentlich Salz und Pfeffer rein. Wichtig, ihr müsst das probieren und es muss überwürzt schmecken. Weil wir wollen ja dieses ganze Brot hier, was ja nach gar nichts schmeckt, wollen wir würzen. Ganz wichtig. Deswegen versalzen. Während unsere Milch vor sich hin köchelt, schneiden wir schon mal eine Zwiebel oder eine Schalotte in etwas gröbere Würfel. Wenn die Milch aufgekocht ist, dann geben wir die schon mal über unser Brot, sodass das gut ein bisschen schwimmt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, damit es sich schon mal vollsaugen kann. So, ich gebe noch eine Handvoll Panko-Paniermehl dazu. Das kommt immer darauf an, was für ein Brot ihr jetzt verwendet. Dann manchmal ist es notwendig, manchmal nicht. Ich mache das einfach, weil ich jetzt hier sehr grobe Stücke habe, die sehr fest sind an Brötchen oder Brot. Und deswegen gebe ich noch ein bisschen was davon rein, dass es etwas fluffiger wird. Die Zwiebelwürfel röste ich jetzt einmal ganz kurz an. Dafür könnt ihr entweder Olivenöl, Rapsöl oder auch gerne Butter nehmen, was euch am besten gefällt. Ein bisschen Petersilie, ein bisschen was Grünes nehmen wir auch noch dazu. Die Petersilie geben wir einfach dann noch mit zu den Zwiebeln dazu. Schwenken die einmal kurz mit an. Und das war's dann schon. Dann kommt das Ganze auch zu unserem Teig. Jetzt geht's ans Ei. Wir geben jetzt zwei Eier da rein. Und wichtig ist, das darf nicht kochend heiß sein. Wenn die Milch kochend heiß da reinkommt und ihr gebt das Ei da drauf, was passiert dann? Genau, es stockt. Und dann habt ihr hinterher keine Bindung mehr. Deswegen, das Stocken soll erst passieren, wenn der Knödel hinterher gegart wird. Zwei Eier rein. Und jetzt gut durchmengen das Ganze. Und das lassen wir dann wirklich mindestens eine Stunde so ziehen. Ihr könnt das auch am Vortag vorbereiten, im Kühlschrank ziehen lassen. Weil je länger das ziehen lasst, umso mehr nimmt das Brot auf und umso fester wird der Teig. Wenn der Teig hinterher zu flüssig ist, also zu weich ist, der Knödel lässt sich nicht gut formen, dann müssen wir ein bisschen Paniermehl reingeben, also so Panko-Paniermehl zum Beispiel. Deswegen unbedingt immer ein bisschen was als Backup haben. Nicht alles da reintun, dann könnt ihr das hinterher nicht mehr korrigieren. Oder wenn der Teig zu fest ist, dann geben wir noch ein bisschen Milch rein. Dann könnt ihr auch einfach die aus dem Kühlschrank nehmen, müsst ihr nicht extra nochmal aufkochen. Aber damit ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Flüssigkeit und ein bisschen Bindemittel zur Verfügung habt, damit ihr es hinterher korrigieren könnt. Weil nicht jede Scheibe Brot ist gleich. Je nachdem, was ihr da jetzt verwendet, kann das so ein bisschen abweichen. Ansonsten passt das Rezept, was unten in der Beschreibung steht. Wir haben die Location gewechselt, aber das ist immer noch unser Semmelknödelteig. Der hat jetzt schön so eine Stunde ziehen können. Jetzt ziehe ich mir Handschuhe an, weil da klebt das dann nicht so an meinen Fingern. Warum mache ich den Dampfgarer? Man kann Semmelknödel natürlich auch immer schön im Topf machen. Da kann man aber nur eine kleine Menge reingeben und man kann sich die nicht so schön vorbereiten. Und die Gefahr, dass das im kochenden Wasser auseinanderfällt, ist relativ groß. Deswegen mache ich das gerne im Dampfgarer. Jetzt nehmen wir unsere Knödelmasse, gucken erstmal, ob die auch schon schön fest ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn das jetzt zu weich ist, das ist an der Grenze, wenn das zu weich ist, ein bisschen Paniermehl noch rein. Wenn es zu fest ist, ein bisschen Milch noch rein. Wenn es dann immer noch auseinanderfällt, noch ein Ei rein, weil das Ei sorgt für die Bindung. Der Vorteil ist auch bei dem Dampfgarer, dass ihr den Teig tendenziell softer lassen könnt als im Topf. Weil im Topf würde das jetzt hier schon auseinanderfallen, hier geht das und dann wird der Knödel hinterher richtig schön fluffig und das wollen wir nach Möglichkeit. Also macht mal den Test, wenn ihr das machen könnt, dann passt das. Natürlich trotzdem gucken, dass die schön rund sind. Dann setzen wir die hier alle so rein. Wunderschön! Unsere Knödel. Und das ist jetzt ein bisschen handlicher. Man kann sich das auch gut vorbereiten.
Jetzt geben wir die in den Dampfgarer bei 100 Grad, ne? Also wir kochen das quasi 100% Feuchtigkeit und so für gut 15 bis 20 Minuten. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 17. Natürlich als erstes reinschieben, ne? Sonst kommt der Dampf hinterher wieder komplett raus. Und wichtig, immer so einen Lochbehälter nehmen, wenn ihr das daran macht. Dampfgarn, 100 Grad, 17 Minuten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich bin gespannt, weil ich habe den Teig ja sehr weich gemacht. Ein bisschen platter geworden. Aber wie gesagt, der Teig war auch sehr weich. Aber ihr seht, die sind richtig schön fluffig. Ihr kennt vielleicht so Semmelknödel, die so richtig steinhart sind. Die könnt ihr gegen die Wand werfen, die kommen wieder zurück. Ist auch lustig, aber schmeckt natürlich nicht so gut. Aber wie gesagt, wenn man die im kochenden Wasser macht, dann müssen die auch so fest sein, sonst funktioniert das nicht. Nehmen wir mal die Knödel raus. Vorsichtig, die kleben natürlich ein bisschen. Dazu könnte man natürlich jetzt noch perfekt so ein paar gebratene Pilze servieren. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann klickt doch einfach mal hier. Und das sind meine leckeren Semmelknödel aus dem Dampfgarer. Oh, ist richtig, richtig geil. Es ist so ultra fluffig. Einfach lecker.